Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind 16 Minuten ungefähr unter uns hier im Radio. Dann kommt das Fernsehen dazu. Schön, dass ihr da seid. Wir haben eine freie Themennacht, wie immer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Ja, und das heißt ja, wenn ihr gerne mit mir plaudern wollt, diskutieren wollt, streiten wollt, reden wollt, was auch immer, dann meldet euch. Meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt uns unter domian@wdr.de. Wenn ihr mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. So, mein erster Anrufer heute Nacht ist Carola. Und Carola ist 16 Jahre alt. Hallo Carola. Hallo Domian. Ja, schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es um meine Mutter. Ja. Ich wohne allein mit meiner Mutter zurzeit. Ja. Mein Bruder ist, der ist älter wie ich, der ist 23, der ist in Stuttgart, studiert dort. Mhm. Und ja, es geht um meine Mutter. Vor ein paar Wochen hat es angefangen, da hat sie mir zum ersten Mal so erzählt, dass sie seit einer Zeit, ich denke, das war damals vielleicht eine Woche, vielleicht ein bisschen mehr, ich weiß es nicht genau, dass sie innerlich unruhig ist. Mhm. Auch schon, dass sie, ja, sie hat es nicht direkt gesagt, aber jetzt im Nachhinein denke ich, dass sie auch gemeint hat, dass sie lustloser ist. Sie hat damals gesagt, sie hat nicht mehr so große Lust auf Kochen. Mhm. Und ja, das ist jetzt, bis jetzt eigentlich, immer schlimmer geworden. Hm. Wann hat sie dir das zum ersten Mal gesagt? Wie lange liegt das zurück? Das ist schwer. Also vor ein paar Wochen, vielleicht ein Monat, anderthalb, ja, ja, zwei, ja. Also länger nicht. Hm. Dass sie lustlos ist. Mhm. Das, du sagst, das wird immer schlimmer. Was? Wie magst du das denn? Was wird da immer schlimmer? Also, es fing auch damit an, oder ist es jetzt auch immer noch so, dass sie oft tagelang zu Hause saß und nichts zu tun hatte. Das heißt, es war erstens so, dass sie, also sie arbeitet als Krankenschwester, und aber nur 50%, und immer, ja, ein paar Tage hintereinander, dann hat sie immer ein paar Tage frei. Ja, aber dann hat sie doch eigentlich, hätte sie zu Hause ja was zu tun, ne? Sie hat ja einen Haushalt zu führen und dich zu bekochen und weiß ich was alles. Ja, das hat sie dann aber auch meistens schon gemacht, ja, und hat dann freie Zeit und weiß dann aber auch selber mit sich nichts anzufangen. Aber das war vorher anders. Vorher war das anders, ja. Hat sich in ihrem Leben irgendetwas getan? Ist sie unglücklich verliebt? Hat sie jemanden verloren? Nein, nein, eigentlich gar nicht. Also sie hat im November letztes Jahres geheiratet. Ja. Ihr Mann wohnt ein paar Straßen weiter. Ach so, ach so. Der ist, ja, der hat vorher in einem anderen Ort gewohnt. Der ist jetzt hier in den Ort gezogen. Aber ihr seid nicht alle zusammengezogen in eine Wohnung? Nee. Das nicht. Warum nicht? Weil das noch nicht ging. Weil wir wohnen zusammen in einer Dreizimmerwohnung. Ach so. Mein Bruder hat immer noch hier ein Zimmer. Mhm. Das heißt, sie ist frisch verheiratet, eigentlich müsste sie glücklich sein. Ja. Du sagst, sie ist lustloser. Hast du auch den Eindruck, dass sie traurig ist? Dass sie in sich gekehrt ist? Also das ist schwer zu sagen. Machst du dir Sorgen um deine Mutter? Sehr, sehr. Ja. Also sie hat auch, sie fängt jetzt auch an, sie erzählt mir sehr viel, wo ich sehr froh drüber bin. Mhm. Und sie erzählt auch, dass sie jetzt auch mittlerweile zittert ständig, dass sie abnimmt, dass sie häufig Durchfall hat, also es geht ihr selber richtig dreckig. Sie hat du sagst, sie ist Krankenschwester. Dann liegt ja das, was am nächsten liegt, ist jetzt der Rat, geh zu einem Arzt und geh zu einem Psychologen oder Psychiater. Genau, ja. Mhm. Ne? Das hat sie auch, also sie war jetzt schon, ich glaube, zweimal bei einem Psychiater. Mhm. Und so wie sie es mir rübergebracht hat, ich habe natürlich keine Ahnung, was dort genau lief, und aber so wie es mir rübergebracht hat, ist sie der Meinung, dass es ihr nicht viel gebracht hat oder dass er gesagt hat, er kann ihr da nicht wirklich helfen. Mhm. Jetzt hat sie in 3 Wochen einen Termin bei einem Psychologen, und sie sagt, dass sie nicht weiß, wie sie diese Zeit überstehen soll. Sie hat wahnsinnige Ängste auch, das kommt dazu, sie hat Ängste vor dieser Zeit, wo sie nichts zu tun hat. Verstehe. Und dadurch ist dann diese Zeit auch nochmal schlimmer für sie, weil sie... Mhm. Das heißt, es wäre gut, wenn sie zumindest irgendwie so ein ambulantes Gespräch irgendwo bekäme, so ein Not... wohnt ihr in einer größeren Stadt? Nee, nicht direkt. Gibt es eine größere Stadt in der Gegend? Basel ist das nächste. Basel. Naja, Basel ist natürlich nicht klein. Und das
Also ich kann ja mal versuchen, von meiner Seite, von unserer Seite hier so ein paar Tipps zu geben. Das heißt direkt von meinem Psychologen, Carola. Mhm. Ich fände es so spontan überlegt, würde ich jetzt sagen, deine Mama, um diese Zeit zu überbrücken, wäre es ganz gut, wenn sie eine psychologische Ambulanz gehen könnte, würde. Mein Psychologe, der Peter, soll mal nachgucken, was bei euch denn in der Gegend angeboten wird. Dann versorgen wir dich mal mit dem entsprechenden Material. Das wäre super. Dann in der Hoffnung, ich meine, was ja gut ist, dass sie selbst was unternimmt. Sie war beim Psychiater, okay, das hat nichts gebracht. Jetzt geht sie zum Psychologen, ist ein weiterer Anlauf, dass sie was tut. Aber sie ist selber immer so, sie sagt immer, sie weiß gar nicht, wie da einem helfen soll und sie kann sich da gar nichts vorstellen und das Problem liegt eigentlich eh nur an ihr. Also sie ist da... Sie geht da zwar hin. Das höre ich ja auch ganz oft immer hier von Leuten, die mich anrufen. Und da sage ich immer, ja klar, aber gib der ganzen Sache doch mal eine Chance. Wenn du nicht hingehst, wird es nur noch schlimmer. Ja, das sage ich dir auch. So, klar. Wenn du hingehst, hast du zumindest die Chance. Vielleicht triffst du auf jemanden Guten, mit dem du gut zurechtkommst. Und ihr kriegt das gemeinsam in den Griff. Vielleicht triffst du aber auch auf irgendeine Pappnase. Das ist ja auch normal. Das ist bei Ärzten ja auch so, dass man, wenn die Chemie nicht stimmt, dann kann das ja auch so ein guter Arzt sein, das funktioniert nicht. Da würde ich sie an deiner Stelle noch ein bisschen weiter ermutigen, dass sie zumindest dorthin geht mit einem erstmal optimistischen Gefühl. Wenn es dann nicht klappt, okay, dann muss man einen neuen Weg suchen, aber es erstmal auszuprobieren. So, jetzt versuchen wir dich zu versorgen noch mit einer ordentlichen Adresse in deiner Umgebung, Carola. Das ist super. Du legst auf, der Peter ruft dich gleich an. Okay, alles Liebe, tschüss. Tschüss. 0800. Ihr Lieben draußen im Lande, in der warmen Sommernacht, wenn ihr euch auch gerne bei mir melden wollt, dann nur zu 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Weiter geht es dann mit unserem Thorsten. Thorsten ist 22. Hallo, Thorsten. Hallo? Ja, hier? Ja, Thorsten. Hörst du mich? Ja, sicher. Ja, schönen guten Morgen. Morgen. Warum hast du angerufen? Ich habe ein Problem und zwar, ich habe vor knapp 7, 8 Monaten ein Mädchen kennengelernt. Ja. So, mittlerweile weiß ich liebe sie. Sie liebt mich. Ja. So. Nur ein Problem, ich habe was mit Drogen zu tun. Ja. Und sie sagt dann einfach so, auf mit den Drogen, sonst kriegst du mich nicht. Also sie weiß davon. Sie weiß davon. Mhm. Also diese 7, 8 Monate, ihr seid 7, 8 Monate de facto zusammen. Nein, wir kennen uns seit 7, 8 Monaten. Ja. So und da ist ja gar nicht viel gelaufen zwischen euch beiden. Ja, mal hier was, mal da was, aber so richtig nie. Sie macht es davon abhängig, dass du von den Drogen runterkommst? Genauestens. Ja, verstehe. So. Über welche Drogen reden wir? Über Ecstasy, ja? Amphetamine, Speed, ja? Haschisch, Marihuana, ja? Diese Sachen halt. Konsumierst du viel von diesen Sachen? Eigentlich nur am Wochenende. Ja. So, und ich bin Landwirt, ich arbeite bei einem der größten Betriebe in NRW und Arbeitskollegen, die alle im Alter sind, wir gehen alle gerne feiern. So. Das ist so eine Feierdroge für dich, ja, wie gesagt, fürs Wochenende. Ja, genau. Mhm. So. Und im Moment ist Hauptsaison und ist es denn so, Thorsten, dass du das wirklich nur so als Spaßdroge als benutzt, sondern würdest du sagen, da ist auch irgendwie eine gewisse Abhängigkeit schon? Ich sag mal, von mir aus ist irgendwo eine gewisse Abhängigkeit, weil die Amphetamine geht das nämlich auch jetzt während der Arbeit. Ach so, ja, das ist natürlich krass. Genau, weil halt viel Stress. Ich habe heute auch wieder 16 Stunden gearbeitet. Mhm. Und dann ab und an mal ein Näschen, okay, gut, der Chef weiß davon. Der weiß davon? Der weiß davon, sicher. Echt? Ja, sicher. Der Chef weiß, dass du Drogen in Speed nimmst und der nimmt das so hin? Er hat mir auch schon Ritual oder die Frist gesetzt, hör auf, ja. Oder ich kündige dich. So. Wie lange nimmst du schon Drogen dieser Art? Knapp 6 Jahre. 6 Jahre schon? Mhm. Seitdem du 16 bist ungefähr? Genau. Mhm. So, jetzt erzähl mir nochmal von dem Mädel. Seit 7, 8 Monaten nähert ihr euch so an. Du sagst, dass du die Frau schon liebst. Ja, ich habe durch einen guten Freund von mir kennengelernt. Ja. Beim Feiern auch. Ja. So, sie selber nimmt gar keine Drogen. Mhm. Und daher weiß ich auch, dass ich was nehme. Ich habe ihr das selber gesagt. Mhm. Und also mir ist nochmal wichtig zu erfahren, wie die Gefühle sind. Das heißt, du sagst wirklich, ich bin sehr verliebt in die Frau. Ich sag mal so, komplett schlaflose Nächte. Wenn ich meine Augen zumache, ich sehe direkt
ihr Gesicht vor mir. Ja. Und das ist doch schon sehr heftig, denke ich mal. Ja. Und du bist ja auch relativ sicher, dass sie auch für dich so empfindet. Sie hat es mir selbst gesagt. Sie hat es mir gestern noch gesagt. Also, aber ganz klar an die Bedingung geknüpft, weg von den Drogen, sonst kann ich mich nicht wirklich auf dich einlassen. Genau. Ist natürlich eine tolle Chance, die du da hast, Thorsten, ne? Sage ich dir mal so von außen. Nur aufgrund einer Überlegung, von Drogen wegzukommen, weil es einfach nicht gut ist, Drogen zu nehmen, ist wesentlich schwerer, als wenn man das für eine Liebe macht. Wenn man sagt, ich opfer in Anführungszeichen meinen Drogenspaß und gewinne dafür eine richtig tolle Liebesbeziehung. Wie lange liegt deine letzte gute Liebesbeziehung zurück? Meine letzte gute Liebesbeziehung liegt jetzt etwas über ein Jahr zurück. Ja. Und ist die auch daran kaputt gegangen? Nein, die habe ich beendet. Die hat selber auch Drogen genommen, aber das war nicht der springende Punkt. Sie hat mich betrogen. Mhm. Also wäre jetzt der Punkt, Thorsten, dass du musst im Prinzip eine Entscheidung fällen. Du musst eine Entscheidung fällen und sagen, ich will die Frau haben. Das ist mir wichtig. Mhm. Ich will von den Drogen weg. So, und dann musst du sehen, wie weit da wirklich schon eine körperliche Abhängigkeit ist, ob du es alleine schaffst, einfach per Disziplin, oder ob du am Rad drehst und du wirklich dir von außen über eine Beratungsstelle Hilfe suchen musst. Ich finde das schon bedenklich, wenn du bei deiner Arbeit anfängst, deine Näschen da zu nehmen. Das finde ich sehr bedenklich, echt. Das sind alles Indizien dafür, dass du aber heftig auf dem Weg nach unten bist. Das sehe ich genauso. Und ich sag mal, das habe ich auch deinem Mitarbeiter eben schon gesagt. Ich kenne dich doch schon sehr lang vom Radio her und du hast vielen Leuten schon geholfen. Daher habe ich ganz einfach gesagt, so probier's. Vielleicht kann er dir einen guten Rat geben oder weiß dir zu helfen, wie auch immer, eine Anlaufstelle oder sonstiges. Ja, also ich habe ja immer, wenn du mich so lange kennst, dann weißt du auch schon, wie ich so ticke und was ich so sage. Dass ich finde immer, wenn man eine Liebesbeziehung hat, das ist das Tollste überhaupt, was es gibt. Sicher. Dafür muss man sich wirklich auf den Arsch setzen bis zum geht nicht mehr. Und um das zu hüten, zu pflegen oder es endgültig zu bekommen. Genau. Und in deinem Fall ist mir das sonnenklar, dass du das machen musst. Du musst es einmal für dein Glück machen, was die Liebe anbelangt, und einmal aber auch ganz egoistisch für dich, weil du dein Leben dir kaputt machst. Vielleicht dauert es nicht mehr lange, dann fliegst du aus deinem Job raus. Das ist das. Und darum habe ich auch gesagt, so, ich habe das jetzt beides miteinander verknüpft, meine Arbeit und meine Liebesgeschichte. Ja. Und ich sage von mir aus selber, ich will davon weg, nur ich selber weiß keine Anlaufstelle und auch so, weil mein ganzer Freundeskreis, meine Arbeitskollegen, die haben alle da irgendwo was mit zu tun. Daher weiß ich keine Anlaufstelle. Helfen wir dir gleich, ist gar kein Ding. Weißt du, ich bin ein paar Jährchen älter als du. Das stimmt. Ja, und hab so in meiner Zeit wirklich eine ganze Menge Bekannter und auch zwei Freunde, sagen wir mal, zwei sind es schon, erlebt, die auch relativ leicht angefangen haben mit Drogen und dann wirklich so vor die Hunde gegangen sind, weil sie nicht frühzeitig die Notbremse gezogen haben in Sachen Drogen. Und ich habe den Eindruck, ist bei dir, dass du die jetzt noch ziehen kannst. Und wenn du noch ein paar Jährchen wartest, ist es viel, viel, viel schwieriger. Und dann ist die Frau sowieso über alle Berge. Das ist es. Und dann habe ich gesagt, Ende aus. Ja. Ich muss irgendwas machen. So, dann werden wir dir jetzt erstmal eine Drogenberatungsstelle vermitteln. Alles klar. So, das hast du erstmal dann in der Hand. Und dann kannst du immer noch überlegen, gehst du da mal hin? Ich meine, das kann auch nicht schaden, da mal hinzugehen. Nee, ne? Oder du machst es erstmal für dich alleine. Aber es wäre vielleicht auch ein gutes Signal an deine Freundin, ihr zu sagen, pass auf, ich habe es so entschieden, ich gehe jetzt mal dahin, damit die auch merkt, dass du es ernst meinst. Sie weiß ja, dass ich jetzt bei dir anrufe. Ja. Also, das habe ich eben noch geschrieben. Ich bin die ganze Zeit irgendwie mit ihr am Schreiben. Ach so. Vielleicht hat sie ja ganz schnell jetzt das Radio eingeschaltet und das mitgekriegt. Denke ich mal. Ja. Also Thorsten, so machen wir das. Du legst bitte auf, der Peter, mein Psychologe, ruft dich an. Die Linie ist klar, meine Meinung, ne? Da habe ich dir eindeutig gesagt. Und jetzt musst du, das ist jetzt dein Ding, was du raus machst. Alles klar, Daniel. Lieber Thorsten, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer.
Und unsere Mailadresse lautet domian@wdr.de. An dieser Stelle möchte ich euch unser Thema sagen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben wir wieder eine Themennacht. Und da ist das Thema nah am Tod. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die selbst nah am Tod sind, die nah am Tod waren, die vielleicht einen Beruf haben, der mit dem Tod verbunden ist, also die in Krankenhäusern arbeiten, in Pflegeheimen, vielleicht auch als Bestatter arbeiten. Also das ist das Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Wenn ihr euch da heute schon anmelden möchtet für, dann macht das ruhig unter domian@wdr.de. Und der Hinweis auf Samstag. Samstag ist Promi-Tag, wieder bei Domian. Und wir bekommen großen Besuch. Ein mehrfacher Weltmeister ist mein Gast, nämlich der Boxstar Sven Ottke, am Samstag um 23.30 Uhr. Jetzt machen wir ein paar Minütchen oder eine gute Minute Musikpause und dann schaltet sich das Fernsehen dazu. Meine lieben Fernsehzuschauer, schön, dass ihr auch da seid. Wir haben ein bisschen Verspätung im Fernsehen, wir bitten das zu entschuldigen. Aber ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben hier im Radio schon angefangen. Wir sind heute wieder live auf Sendung. Wenn ihr euch also gerne mit mir unterhalten wollt, ganz egal über welches Thema, dann meldet euch unter 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Wir sind hier und wir warten auf eure Anrufe, auf ihre Anrufe, eure Anrufe und auf die Mails. Wenn ihr meldet, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. So, ich bin jetzt verbunden mit Rainer und Rainer ist 32 Jahre alt. Hallo Rainer. Hallo. Ja, hallo Rainer. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ja, mein Thema ist, ich bin 32 und Frührentner seit ja gut einem Jahr, weil ich einen Hirntumor habe. Und ich sag mal, die Behandlungen bei mir sind soweit alle abgeschlossen. Das heißt, ich bin jetzt nur noch in Schmerztherapie. Ja. Und ja, mein Leben vegetiert jetzt eigentlich nur noch so dahin. Das heißt, diesen Tumor kann man nicht behandeln, ja? Nein, man kann ihn nicht mehr behandeln. Es war damals mal, natürlich wurde ich drauf untersucht, ob man das operieren kann oder Bestrahlung oder. Aber das ist bei mir nicht sehr groß, die Erfolgsaussicht. Und da haben mir die Ärzte damals gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass wenn ich es überlebe, dass ich dann nicht mehr ich bin. Und Was heißt das, dass du nicht mehr du bist? Das praktisch, wenn die gesunde Gehirnmasse schädigen und in meinem Alter regeneriert sich das nicht mehr. Das heißt, was weg ist, ist weg. Und das heißt, dass du unter Umständen seelisch sehr ein anderer wärst und körperlich vielleicht auch sehr, dass du behindert wärst. Und ja, ich sag mal, das wäre mein Problem damit, dass ich noch 20 Jahre liege, aber lebe, aber irgendwo in einem Bett liege und mir jemand dann praktisch den Hintern abwischen muss. Und ja. Wann hast du zum ersten Mal die Symptome gespürt? Also die Symptome, ich sag mal, das hatte ich sag mal, mein Leben lang eigentlich fast. Also ich hatte schon immer oft Kopfschmerzen und
und andere Probleme. Und ich bin dann halt vor knapp zwei Jahren das erste Mal zum Arzt gegangen und habe richtig gesagt, jetzt check mich mal von oben bis unten durch, was da los ist. Ja. Weil ich war vorher oft bei Ärzten, die haben dann gesagt, ist Migräne oder ist Stress von der Arbeit oder sonst was. Und dann bin ich mal hingegangen und habe gesagt, jetzt guck mal von oben bis unten durch, irgendeine Ursache muss das haben. Und dabei hat man das gefunden? Dabei hat man das gefunden. Das heißt also, vor zwei Jahren kam die Diagnose? Ja. Und dann war auch relativ schnell klar, dass man das nicht operieren kann, dass man keine Chemotherapie, keine Bestrahlung machen kann. Das hat gut ein halbes Jahr gedauert. Man hat also diverse Sachen ausprobiert. Mhm. Auch mal so eine Bestrahlung mit so einem Teilchenbeschleuniger. Ich weiß jetzt nicht mehr das Fachwort dafür. Mhm. Und es hat also alles so nichts gebracht. Ja. Und das heißt, man hat zu dir gesagt, Sie eigentlich müssen Sie so Ihr Schicksal annehmen, wie es ist. Der Tumor ist da, man kann ihn nicht verändern. Ja, ich habe drum gebeten. Also ich bin in Holland in Behandlung jetzt und ich habe drum gebeten, den Arzt mir zu sagen, was los ist. Und der hat mir einfach gesagt, wir haben jetzt die Möglichkeiten, Sie können jetzt hier die Krankenhaus-Odyssee weitermachen, aber das bringt nichts. Ich sag mal, da liegen, mich haben drei oder vier Ärzte untersucht. Oder wir können jetzt sehen, dass wir Ihr Leben für die Zeit, die Sie noch haben, erträglich machen. Haben Sie dir gesagt, wie viel Zeit Sie dir noch voraussagen? Ja, da bin ich eigentlich auch schon drüber. Also man hat mir damals gesagt, das war letztes Jahr im August, hat man mir gesagt, ja, 5-6 Monate, dann ist es vorbei, weil ich sag mal, der wächst weiter und drückt praktisch gesunde Partien beiseite. Wie groß ist dieser Tumor im Gehirn? Also jetzt mag der so die Größe haben von einem, soll man sagen, Tischtennisball, so ich sag mal, drei Zentimeter im Durchmesser ungefähr. Der ist also nicht rund, der ist eher so oval. Ja. Bekommst du permanent Schmerzmittel? Ich bekomme, also jetzt mittlerweile, ich bekomme permanent Schmerzmittel. Das heißt, sonst würdest du es auch gar nicht aushalten vor Schmerzen, vor Kopfschmerzen oder? Nein, also ich habe auch trotz Schmerzmittel Schmerzen, aber ich sag mal, diese Mittel, die machen es erträglich. Mhm. Ich habe, also sonst ist es wirklich so, dass ich mit dem Kopf vor die Wand rennen würde oder weiß der Teufel, was machen würde, weiß der Teufel, was schlucken würde, damit es halt aufhört. Und bist du zurzeit zu Hause oder in einer Klinik? Ich bin zu Hause. Du bist zu Hause. Ich fahre jetzt ambulant, ich fahre dreimal die Woche hin. Ah ja. Dann bekomme ich einmal die Woche eine Blutuntersuchung. Mhm. Da zapfen die mir Blut ab, gucken nach, was da wohl alles so ist. Mhm. Und dann bekomme ich halt Medikamente. Und die versuchen auch halt, ich bekomme Medikamente immer im Wechsel, dass ich halt nicht dieses, auch noch eine Abhängigkeit dazu kommt. Oder? Lebst du alleine oder hast du einen Partner, eine Partnerin? Nein, alleine leben wir kein Problem. Leider bin ich verheiratet. Leider bist du verheiratet. Warum sagst du leider? Weil ich sag mal, ich für mich, ich kann damit leben. Also, okay, ich hatte auch meine Phasen, wo ich Gott und die Welt verflucht habe. Mhm. Aber mittlerweile ist es so, dass ich für mich sagen kann, wenn ich übermorgen tot bin, ist es okay, dann habe ich mein Leben gelebt. Hast du Kinder? Ja, eine Tochter, die lebt aber bei meiner geschiedenen Frau. Ach so. Mhm. Aber deine Partnerin, die ist es ganz schlimm. Die zieht's natürlich eine ganze Ecke runter. Mhm. Ich meine, sie versucht sich nichts anmerken zu lassen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es schlimm ist, mit jemandem zusammenzuleben und nicht zu wissen, in drei Wochen sind wir dann noch hier so zusammen, ne? Wie kommt das, Rainer, dass du mit deinen so jungen Jahren von 32 so ein, ich sag mal, so ein abgeklärtes Verhältnis zu der ganzen Sache hast? Die meisten Menschen würden wahrscheinlich in Angst und Panik jetzt sein und wirklich in Sorge und Verzweiflung sein, dass sie sterben müssen. Ich weiß nicht, als ich die Diagnose bekommen habe und als auch klar war, dass da nichts mehr dran gemacht wurde und ich sag mal, klar war mir das, als ich den Rentenbescheid gekriegt habe, da habe ich mir gesagt, dich haben sie aufgegeben und ich sag mal, ich habe da, wie gesagt, Gott und die Welt verflucht und bin auch teilweise schreiend durch die Gegend gelaufen, aber ich habe mich irgendwann mal hingesetzt und habe mir überlegt einfach, was ich habe und was ich daraus noch machen kann und ja, viel anderes bleibt mir nicht übrig. Was machst du noch daraus, aus deiner letzten Zeit, die du jetzt hast? Puh, ich sag mal, ich versuche, soweit wie es geht, irgendwie mit meiner Frau was zu machen. Ja, ansonsten ist meine Woche ziemlich oft bestimmt. Also wenn ich ins Krankenhaus fahre, bin ich auch meist länger weg. Und ansonsten versuche ich halt noch irgendwie ein bisschen Hobbys nachzugehen. Ich sag mal, ich
sitze oft am Computer oder ich sag mal, lesen kann ich mittlerweile nicht mehr so gut. Mhm. Also das, was ich kann, das sind dann aber immer nur 5 bis 6 Minuten und dann ist für mich Schluss. Ich muss nochmal sagen, dass mich das sehr erstaunt, dass du ohne jegliche Verbitterung in ganz normaler Akzeptanz von deinem Schicksal sprichst. Ich sag's nur nochmal so, das wundert mich sehr und ich habe davor auch Respekt, dass es so ist und ich bin auch froh für dich, dass es so ist, weil das sicher einfacher ist, dann das Schicksal auch anzunehmen, wenn man es so sieht. Ja, ob's einfacher ist, weiß ich nicht, aber ich denke mal, wenn ich da so mit umgehe, ist es vielleicht auch für mein Umfeld leichter, auch für meine Frau. Mhm. Weil Aber du empfindest das wirklich und machst das nicht, spielst das nicht nur so für deine Frau und für deine Umwelt? Nein, also ich denke mal, das empfinde ich wirklich. Das Einzige, wo ich wirklich Angst vor habe, ist, dass wenn ich sterbe, dass das ein langwieriger, schmerzhafter oder wie auch immer Prozess wird. Das ist das, wo ich sagen muss, da habe ich Angst vor, aber ich glaube, das hat jeder. Da ist ein Tumor im Gehirn. Woran stirbt man dann letztendlich? Weil, hat man dir das erklärt? Es kann sein, dass ich an einer Gehirnblutung sterbe. Mhm. Es ist aber wahrscheinlich, dass ich an Organversagen sterbe. Das heißt, dieser Tumor, der drückt auf die Hirnmasse und irgendwann, sage ich mal grob gesagt, drückt er auf die richtige Stelle und dann gehen die Lichter aus. Du hast Angst, wie natürlich wahrscheinlich fast alle Leute, die dir zuhören, meine Person eingeschlossen, vor dem Leiden, vor dem Sterben. Hast du auch Angst vor dem Tod? Habe ich mich mit befasst, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Also ich habe mal auch mal, das war im Krankenhaus mit so einem, ich weiß nicht, ob das ein Pfarrer oder Seelsorger war, gesprochen. Also ich weiß es nicht. Hm. Denkst du, dass es weitergeht, dass es was gibt nach dem jetzigen Leben? Das ist schwer zu sagen. Ich befürchte nicht. Also es wäre schön, wenn es da irgendwas gäbe, aber ich befürchte, dass wenn die Lichter aus sind, ist es vorbei. Hm. Hast du dir jetzt für die, ich meine, es ist ja, du bist ja schon über deine Zeit, wie du gerade gesagt hast, was die Ärzte prognostiziert haben. Hast du dir jetzt für den Sommer, es stehen jetzt schöne Sommertage vor der Tür, noch was Besonderes mit deiner Frau zusammen vorgenommen? Nee, das kann ich auch nicht, weil es ist halt so, ich habe Tage dazwischen, wo es mir wirklich dreckig geht und wo ich dann nicht vor die Tür gehe. Und da haben wir einfach, ich sag mal, wir leben so in den Tag hinein, wo sie geht nebenbei arbeiten. Ich mache dann so ein bisschen den Hausmann, wie ich kann. Also so. Sind so die Sachen schon geregelt, wie du bestattet werden möchtest, für die Trauer? Ja, das habe ich. Also ich habe einmal habe ich ein Schreiben hinterlegt, dass ich verbrannt werden möchte. Zum Zweiten habe ich eine Patientenverfügung immer bei mir. Das heißt, wenn ich irgendwo mal auf der Straße umkippe und die liefern mich in irgendein Krankenhaus, da steht klipp und klar drin, also nichts Behandlung oder so, nur Flüssigkeit und Nahrung. Ja. Das habe ich für mich, das war mir sehr, sehr wichtig, das zu tun. Ja. Und ansonsten habe ich auch für den Fall, dass ich halt zu Hause umkippe, also ich habe vorgesorgt, dass ich dann nicht, wie soll ich das sagen, also ich habe Medikamente zu Hause halt, um halt zu sagen, jetzt ist das Ende, also jetzt ist Schluss. Verstehe, ja. Das ist... Rainer, ich weiß... Ich weiß gar nicht, was ich dir jetzt sagen soll, was ich jetzt wünschen soll. Ich wünsche dir einfach, dass du die Zeit, die du hast, dass du die so noch leben kannst, wie du sie jetzt zu leben scheinst im Moment. Und dass du die Kraft hast, das weiter alles so zu sehen. Weil ich schon glaube, dass das gut ist für dich und sicher auch, wie du sagst, gut für deine Umwelt ist. Ja, ich sag mal auch, also jahrelang möchte ich das nicht mehr so erleben, aber eine gewisse Zeit möchte ich schon noch bleiben. Mhm. Also das ist, sag mal... Vielleicht ist ja auch irgendwann mal, dass ich morgens aufwache und holla, sie haben eine Therapie erfunden oder so. Ich habe so den Eindruck von dir, dass ich dir gar nicht mal einen Psychologen anbieten brauche. Oder möchtest du doch ein Gespräch noch weiterführen? Also da habe ich schon genug durch. Psychologen bin ich bei einigen gewesen, die mir dann geraten haben, was ich mit meiner letzten Zeit machen soll. Aber das ist nicht nötig. Also lieber Rainer. Von ganzem Herzen, von meiner Seite aus, wünsche ich dir einfach alles Gute. Ich glaube, das umfasst alles, was ich sagen kann. Ja, wünsche ich dir auch. Herzliche Grüße an deine Partnerin. Richtig auf. Dankeschön, auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
0800, meine Telefonnummer 0800 220 50 50 und die E-Mail-Adresse lautet domian@wdr.de. Diese Woche übrigens ist unsere letzte Woche vor der Sommerpause. Wir haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag noch eine Themennacht. Die Themennacht heißt Nah am Tod. Und am Samstag nochmal Promi-Besuch, nämlich ein mehrfacher Weltmeister ist mein Gast hier, nämlich der Boxstar Sven Ottke. Am Samstag um 23.30 Uhr hier im WDR-Fernsehen. Hier ist Mira und Mira ist, wie alt ist Mira? 31. Hallo Mira. Hallo. Hallo. Mira, was geht's bei dir? Ja, mein Thema ist, ich trete am nächsten Montag einen 1-Euro-Job an. Ein 1-Euro-Job? Jawohl. Was für ein Job wird das sein? Im Seniorenheim würde ich da so Bürotätigkeiten machen. Ach so, also kaufmännische Arbeit, keine Pflegetätigkeit. Genau, nee, Pflege darf ich nicht. Ah ja. Das wurde mir gleich gesagt. Pflege auf keinen Fall, aber... Wie kam es jetzt dazu, dass du diesen 1-Euro-Job antrittst? Ja, ich bin halt arbeitssuchend, schon 1,5 Jahre fast. Ja, dann wurde mir ich wurde gefragt von der Arbeitsagentur, so heißt es ja heute, ob ich das machen wollen würde, überhaupt so einen Job. Ja. Und da habe ich gedacht, na klar, natürlich, alles, was irgendwie mich in das Berufsleben wieder bringt. Kannst du verstehen, dass einige Leute sagen, ich habe es im Fernsehen so gesehen, die ganz empört sagen, nee, mache ich nicht, für 1 Euro arbeite ich nicht. Nee, kann ich nicht verstehen. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, im Gegenteil. Weil das, was ich jetzt da am Montag machen werde, ist super. Das ist richtig toll. Ich war heute Morgen da zum Vorstellungsgespräch. Die nehmen mich mit Kusshand. Die freuen sich. Also das heißt dann wirklich 1 Euro pro Stunde, ne? Ja. Ja. Aber man darf ja nicht vergessen, ich bekomme ja zusätzlich auch noch die 345 Euro. Genau, das wird ja verrechnet miteinander, ne? Genau. Also das heißt, du kriegst diese Grundauszahlung plus dann diesen Lohn aus dem 1-Euro-Job. Genau. Genau. Ja. Und hast immerhin eine Tätigkeit, bist wieder im normalen Berufsleben voll drin. Voll dabei. Ja. Super. Wie lange ist dieser 1-Euro-Job befristet? Bis 31.12. dieses Jahr. Ah ja. Also ein halbes Jahr. Besteht denn die Chance, wenn man das gut durchgezogen hat, dass man dann vielleicht ganz übernommen wird von der Institution? Also in diesem Fall ja. Das haben auch. Sie mir schon gleich das gesagt. Das ist ja hochmotivierend, ne? Super. Also ich freue mich, heute ist der schönste Tag dieses Jahr überhaupt, weil es war ein sehr fürchterliches Jahr bis jetzt. Aber das ist heute einfach toll. Wie lange bist du jetzt arbeitslos schon? Also 1,5 Jahre ungefähr. Und was hast du vorher gemacht? Hast du so einen kaufmännischen Job? Nein, ich habe Grundschullehramt studiert, auch gemacht, aber nicht abgeschlossen. Also das Studium und habe dann Industriekauffrau gelernt und seitdem suche ich. Aber die Ausbildung hast du abgeschlossen als Industriekauffrau? Ja. Ja, am Montag geht's los. Montag geht's los. Und wenn man eine relativ lange Zeit, ich meine, das geht ja bei dir noch, es gibt ja Leute, die Jahre und Jahre aus dem Job raus sind, aber das ist dann ja eine Umstellung wieder, ne? Sich an einen geregelten Tagesablauf zu gewöhnen, früh aufstehen und so weiter. Ja, Gott, das ist aber ja noch das kleinste Problem. Also worüber ich sehr erschüttert war heute, als ich da saß und die halt meine Unterlagen da durchgeguckt haben, dann kam ein Anruf. Auch von der Jobagentur, da soll sich morgen früh jemand vorstellen, um 10 Uhr. Auch 1-Euro-Job, aber eher im Technikbereich. Und dann sagte die andere Beteiligte dann, wenn er denn mal kommt. Und da habe ich dann gefragt, wieso, ist denn schon mal jemand nicht gekommen? Und dann sagten die, ja, Frau Däuber, Sie sind eigentlich die Erste, die überhaupt hier angetanzt ist. Und die auch dann kommen will am Montag. Ja, das finde ich abartig. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Es gibt, man muss es wirklich sagen, es gibt viele Leute, die wirklich gebeutelt sind von der Arbeitslosigkeit. Sehr viele. Aber es gibt aber auch einen Teil von Leuten, die sich einfach durchfüttern lassen. Ne? Das muss man so sagen. Ja, das muss man so sagen. Wie groß der Prozentsatz ist, weiß ich nicht. Aber es gibt, ich hatte in dieser Sendung ja auch schon einige, die genau diese Position auch hatten. Solange der Staat es mir gibt, lebe ich gut vom Staat, ne? Und mache nichts und ruhe mich aus. Kann ich nicht nachvollziehen, verstehe ich nicht. Also ich freue mich heute ist ein toller Tag. Ja, das finde ich interessant und auch schön, dass du mal angerufen hast, weil das ist ein ganz anderer Aspekt, was wir hier gar nicht so oft thematisieren und hören. Also da ist jemand, der freut sich auf einen 1-Euro-Job und hat auch noch die Chance, wenn es gut macht, richtig ordentlich übernommen zu werden bei der im Altenheim, ne, sagst du, ist das? Ja. In einem Altenheim, also ist optimal. Eigentlich müssen wir dann im Januar nochmal telefonieren, ob es dann auch geklappt hat. Werde ich
Also wenn da irgendwie sowas sich ergibt, werde ich das gerne machen. Bitte mach das mal. Wenn du nicht durchkommen solltest, mail uns. Und dann gucken wir mal, dann werden wir vielleicht nur miteinander telefonieren. Bleiben wir mal so am Ball, wir beiden. Alles klar. Also, viel Glück bei der neuen Arbeit und einen guten Start am Montag. Vielen Dank. Bis dann, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, hier live im Radio bei 1Live und im WDR-Fernsehen, dann meldet euch, ruft an oder mailt unter domian@wdr.de. Weiter geht es mit, ich frage meine Regie, mit der Maria. Maria ist 36 Jahre alt. Hallo Maria. Hallo Domian. Ja, hallo Maria. Schön, dass du da bist. Danke. Um was geht's bei dir? Ja, danke schön. Ja, es geht darum bei mir, dass ich seit drei Jahren verheiratet, lebe ich aber mit meinem Mann circa 7 Jahre. Ja. Und wir haben ein Problem, dass wir sexuell nicht miteinander zufrieden. Zufrieden seid. Exakt. Mhm. Seit wann läuft da nicht mehr so viel sexuell erotisch? Ich bin ein bisschen aufgeregt. Seit wann? Es ist im Prinzip vom Anfang an. Von Anfang an? Das heißt, seit 7 Jahren im Prinzip? Ja. Das heißt, es gab keine Zeit, ich stutze gerade so ein bisschen, könntest du den Ton ganz runter schalten vom Fernseher oder vom Radio? Dann haben wir nicht so ein Echo im Hintergrund. Okay, es ist eigentlich das Fernsehen, okay, ja. Das heißt, also es gab auch am Anfang nicht so eine leidenschaftliche Verliebtheitsphase, wo man nur im Bett miteinander gelegen hat? Doch, vom Anfang an war sehr gut, oder dachte ich mir. Ich war ja auch offen und wir haben detailliert über viele Sachen geredet. Ja. Nur halt, ich habe mit der Zeit gemerkt, dass es einfach, er ist nicht offen zu mir irgendwo und der gibt auch zu, dass er nicht offen ist. Seit wann habt ihr nicht mehr miteinander geschlafen? Also fast gar nichts mehr. Fast? Also, ja. Wie lange jetzt nicht mehr? Vielleicht einmal in 6 Monate oder so. Einmal in 6 Monate, das ist sehr wenig. Und wenn es dann passiert, geht es von dir aus oder geht es von ihm aus? Naja, wir versuchen es von uns beide wahrscheinlich doch, aber es ist einfach wie... Aber das hört sich wirklich an wie so eine Handlung, na, wir müssen es mal machen. Wie gesagt. Aber da ist nicht viel Spaß und nicht viel Lust und Leidenschaft dabei. Ja. Und das geht so all die Jahre schon so? Ja. Warum habt ihr dann geheiratet? Ja, das ist eine Frage. Wir lieben uns, das ist ja das. Aber es hört sich eher so an, als wärt ihr gute Freunde. Sind wir auch. Also es ist eher ein Freundespaar als dann ein Liebespaar. Ja, wir sagen uns auch, ich liebe dich. Dieses Wort hören wir auch, oder ich sage es ja oft. Ja. Wie ist das denn so zärtlichkeitsmäßig? Geht ihr zärtlich miteinander um? Streichelt ihr euch? Kuschelt ihr im Bett miteinander? Oder auch nicht? Ich muss zugeben, dass ich das vermeide. Warum? Ich finde es einfach... Unangenehm? Ja. Also das heißt, der Körper deines Mannes ist dir unangenehm? Ja. Dann muss ich auch gar nicht fragen, ob ihr euch küsst. Ihr küsst euch auch dann wahrscheinlich nicht. Selten. Ist es umgekehrt genauso? Hast du den Eindruck, dass dein Körper ihm auch unangenehm ist? Im Gegenteil. Ach, er möchte mehr? Ja. Aber du möchtest nicht? Nein. Weil dieser fast Ekel... Ich überspitze es jetzt mal. Fast Ekel, war das, ist das eigentlich auch jetzt all die Jahre schon so? Nein, das war nicht so am Anfang. Aber irgendwann mal, wo ich gemerkt habe oder ich die Hoffnung aufgegeben habe, ich sage einfach so, mein Körper gehört mir natürlich und wenn ich keine Freude daran habe, dann hat das Recht nicht, mich auch anzufassen. Nicht so extrem, aber wir fassen uns auch nicht so an. Oder ich lasse ihn zumindest nicht mich anfassen. Ist irgendwas mal vorgefallen, dass du seitdem sagst, seitdem bin ich irgendwie blockiert? Bin ich auch geworden. Ist da irgendetwas vorgefallen? Zum Beispiel, verstehe ich nicht. Es hätte ja sein können, dass er mal vielleicht gewalttätig war dir gegenüber oder... Ja, wir streiten uns ja auch letzte Zeit ziemlich oft. Ja, aber vor ein paar Jahren ist nicht irgendwann mal ein Ding vorgefallen oder dass er dich mal zum Sex gezwungen hat oder so etwas. Nein, absolut. Und seitdem bist du... das hat sich dann so ganz langsam immer mehr so entwickelt. Nein, absolut nicht. Der ist zärtlicher
der Sohn. Ja. Ich sage es dann trotzdem nochmal, Maria, mich wundert, dass du dich dann auf die Ehe eingelassen hast. Dann hätte man doch sagen können, okay, wir sind gute Freunde, aber wir heiraten nicht. Denn das gehört ja schon zumindest an der Bereich der Erotik und Sexualität dazu. Ja, ich bin der Meinung, die Sexualität hält auch nicht die Liebe fest. Also es gibt ja auch Leute, die sozusagen sich trennen, obwohl sie ja auch sexuell gut miteinander erleben. Nein, das Problem ist, glaube ich, dass er, wie du es mir jetzt geschildert hast, offensichtlich darunter leidet. Ein Manko verspürt. Ja, richtig. Und du dich aber damit arrangiert hast. Habe ich das richtig verstanden? Ja, richtig. Mhm. So, und da ist ein Ungleichgewicht. Das heißt, irgendwann wird es zu einer Spannung kommen. Ja. Wie alt ist dein Mann? Der ist ein Jahr älter als ich. Also 37 Jahre alt. Exakt, so, ja. Da hat man ja Lust auf Sex und Bedürfnisse. Ja. Und irgendwann wird er sich das holen. Und auch dir glaube ich das nicht, dass das alles so zurückgeschraubt ist. Auch bei dir werden irgendwelche Sehnsüchte sein nach Zärtlichkeit und nach Erotik, die du nicht bekommst bei deinem Mann. Und da habe ich eben die Sorge, dass das die Grundlage ist, dass es irgendwann zerreißen wird. Mir ist nur nicht so richtig klar, warum dieser Ekel entstanden ist oder diese Abneigung gegenüber deinem Mann. Weil wir jedes Mal uns gestritten haben, wenn wir miteinander geschlafen haben und ich mich nicht befriedigt gefühlt habe. Da habe ich sofort Streit provoziert. Achso, es liegt an der Art der Sexualität. Exakt, ja. Das heißt, wenn er anders mit dir sexuell umgehen würde, könntest du dir auch vorstellen, dass du dich wieder darauf einlassen könntest? Ja, natürlich. Ah, das ist ja wichtig, was du sagst. Das finde ich ganz wichtig. Das finde ich auch toll, was du sagst, weil das bedeutet nämlich, da ist noch nicht tote Hose. Da ist nur ein Problem, was blockiert. Ja, genau, das ist nur ein Problem. So, da sind nämlich zwei Leute, die sie lieben. Und da ist irgendwas mit der Sexualität nicht in Ordnung. Und deshalb funktioniert sie nicht. Ja. Das ist ja eigentlich eine sehr gute Grundlage, dass man versucht, dieses Problem zu lösen. Ja. In Form einer Eheberatung, einer Ehetherapie. Ja. Wärst du dazu bereit? Gerne. Wäre er auch dazu bereit? Ich denke ja. Ja, dann ist es doch eine wunderbare Grundlage für euch beide. Dann würde ich werde euch gerne gleich noch über meinen Psychologen einige Ansprechpartner und Adressen geben in eurer Umgebung und würde dir wirklich ganz dringend raten, Maria, das zu tun für eure Liebe, für euer Glück, für eure Verbindung, dass da wieder ein bisschen Schwung reinkommt. Ja. Also wir machen es so. Du legst auf, mein Psychologe ruft dich an, gibt dir einige Adressen von Eheberatungsstellen und dann meldet ihr euch ganz schnell an und geht dahin und dann hoffe ich sehr, dass man da auf die Hauptursachen stößt und dass ihr zusammen mit dem Eheberater da eine Lösung findet. Ja. Ja? Ja. Liebe Maria, du legst bitte auf und wir rufen gleich zurück. Ich danke Ihnen herzlich. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Maria hat mich gesiezt. Kara ist hier. Kara ist 16. Hallo, Kara. Hallo, Kader heiße ich. Wie heißt du? Kadi? Kader. Kader. Ja, genau. Bitte um Entschuldigung. Kein Problem. Kader, um was geht's bei dir? Ja, und zwar geht's darum, ich bin seit 8 Monaten mit einem Jungen zusammen. Mhm. Und halt, ich bin Kurdin und wir haben vorher ausgemacht, dass er wusste, dass ich nicht mit ihm schlafen kann. Ist es ein deutscher Junge? Ja, es ist ein deutscher. Ja, mhm. Und wir haben halt ausgemacht, dass ich nicht mit ihm schlafen kann. Mhm. Und jetzt hat er mich 3-mal betrogen. Und ich weiß nicht, was ich machen soll, weil ich liebe den Jungen und... Wie alt ist er? Der ist 17. Der ist 17. Hat dich 3-mal schon betrogen? Ja, in 8 Monaten. Hat er das dir gebeichtet oder hast du das irgendwie rausgekriegt? Nein, also ich habe das alles rausgekriegt, aber im Nachhinein hat er auch gesagt, das stimmt. Mhm. Hat er denn damals, als du gesagt hast, ich kann nicht mit dir schlafen, hat er da gesagt, okay, das macht mir nichts? Ja, er hat gesagt, ich liebe dich so, wie du bist und da ist Sexualität für mich kein Problem. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, dann kann ich mich drauf verlassen und jetzt mittlerweile ist es nicht mehr so. Also 8 Monate und 3-mal fremdgegangen ist natürlich eine ganze Menge. Wie hast du darauf reagiert, als du es dann erfahren hast? Ja, ich habe halt mit ihm geredet. Also erst habe ich natürlich gar nicht mit ihm geredet, weil
mir tat das irgendwo weh und ich konnte dem auch nicht in die Augen sehen. Mhm. Und dann habe ich halt mit dem telefoniert und gesagt, dass ich es nicht gut finde. Und dann meinte er zu mir, ja, wenn ich mir den Sex nicht von dir holen kann, muss ich mir natürlich woanders herholen. Mhm. Und also ich habe jetzt eine Pause gemacht, mhm. weil halt ich muss mir erstmal wirklich klar werden, was ich will und was mhm. ich nicht will. Weil ich halt meine Eltern und so kriegen natürlich davon nichts mit. Und wissen, die wissen die überhaupt von der Beziehung zwischen dir und dem Jungen? Nein, gar nicht. Gar nichts. Mhm. Also ich habe noch einen älteren Bruder mhm. und halt der hat das auch schon so ein bisschen rausgekriegt, hat total Stress gemacht und hat gesagt, mhm. wenn ich noch mehr rauskriege, werde ich zu unseren Eltern gehen und ich weiß nicht, was ich machen soll. Mhm. Jetzt erklär mir mal, warum möchtest du keine Sexualität mit deinem Freund erleben? Weil ich bis zu ihr Jungfrau bleiben muss. Und mhm. wie soll ich das alles mit deinem Hut kriegen, zu Hause zu bleiben und mhm. heißt das, ich darf nicht mit einem Jungen schlafen? Oder heißt das, ich darf auch überhaupt gar keine sexuellen Handlungen mit einem Jungen vollziehen? Andere Frage, wie weit darfst du gehen mit einem Jungen? Eigentlich heißt es nur, ich muss bis zu ihr Jungfrau bleiben, aber ich darf auch keinen Freund haben, so jetzt keinen Deutschen oder so. Also Petting ist nicht drin, Küssen, Knutschen ist nicht drin. Ja, ich meine, sowas würden meine Eltern natürlich nicht mitkriegen. Natürlich ist das verboten, aber ich meine, meine Eltern würden das jetzt nicht mitkriegen, aber... Du würdest es machen? Ja, natürlich, ich würde es machen, aber ich würde nicht mit dem Jungen schlafen, mhm. weil ich irgendwie auch zu sehr meine Eltern hänge. Mhm. Gab es denn schon eine gewisse Sexualität zwischen dir und deinem Freund oder rein gar nichts in den 8 Monaten? Rein gar nichts. Gar nichts. Auch nicht küssen? Doch. Küssen schon? So. Mhm. Da sind ja zwei Sachen, die irgendwie bedrückend sind. Einmal dein Freund, der dich betrügt. Und mhm. auf der anderen Seite finde ich auch bedrückend die Situation, in der du lebst. Genau. Wie findest du das denn, dass du als Jungfrau in die Ehe gehen sollst, musst? Schlimm. Ja, finde ich auch, muss ich dir sagen. Dein Bruder darf Freundinnen haben. Ja, also da sind meine Eltern ganz, also da sagen die nicht viel dazu. Mhm. Also der darf Sex vor der Ehe haben. Eigentlich natürlich nicht, aber ich meine, wer bekommt das denn schon mit? Mhm, mh. Und also das ist sehr schlimm geworden in letzter Zeit, so auch mit dem Rausgehen und hier und da. Und was würde geschehen? Du bist eine junge Frau von 16 Jahren, vielleicht bald 17 Jahren, und wenn du sagen würdest, wenn du deinen Eltern sagen würdest, pass mal auf, ich liebe euch, ich respektiere auch die Traditionen. Aber bis zu einem gewissen Punkt lebe ich nun mal in einer anderen Zeit und auch in einer anderen Gesellschaft. Ich möchte auch sexuelle Erfahrungen machen. Was wäre denn zu Hause los? Stress. Also mit meinen Eltern kann ich so gar nicht reden oder so. Mhm. Also gar nicht. Über meine Freiheiten oder so zu sprechen ist sowieso tabu. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass ich nicht rausgehen darf oder so. So ist es nicht. Aber trotzdem so, wenn ich jetzt mit denen darüber reden will, also dann wäre echt... schon zu schlimm. Wie machen das die anderen Mädels in deinem Alter, die auch Kurdinnen sind oder türkischer Abstammung sind, mit denen du so offen reden kannst? Ist das für die auch alle ein großes Problem? Wie gehen die damit um? Ja, für die meisten ist das natürlich ein Problem. Also ist jetzt nicht so, die meisten Mädchen sind sogar schon alle von zu Hause abgehauen, so jetzt bei uns Umgebung, meine Verwandten und so. Also sind nicht mehr so viele da halt, weil das so in letzter Zeit echt schlimm geworden ist. Mhm. Heißt das auch, ist das so streng bei euch zu Hause, dass du auch auf keinen Fall einen deutschen Jungen irgendwann mal heiraten durftest? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall? Auf gar keinen Fall. Mhm. Schlimm, ne? Ja. Das ist genauso schlimm, als wenn eine deutsche Familie den Kindern verbietet, ein kurdisches Mädchen mit nach Hause zu bringen oder ein türkisches Mädchen oder einen türkischen Jungen, wie auch immer. Mhm. Mhm. Das ist schon irgendwie bedrückend. Also ich muss dir sagen, auf der einen Seite finde ich das Verhalten von deinem Freund ziemlich blöd. Wenn er sich darauf eingelassen hat damals und gesagt hat, mir ist das nicht so wichtig, dann muss er sich auch dran halten. Dann darf er dir nicht nach ein paar Monaten sagen, ja, wenn ich bei dir den Sex nicht kriege, hole ich mir den woanders. Finde ich mies. Finde ich absolut mies, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Das zu dem Punkt. Aber der andere Punkt ist, dass ich auch deine Lebenssituation, wie gesagt, bedrückend empfinde. Mhm. Und ich das eigentlich nicht natürlich finde. Ich finde, dass eine junge Frau in deinem Alter das Recht haben sollte, zu entscheiden, was sie macht. Und da darf keiner reinreden. Punkt aus. Ja. Das finde ich. Aber das ist natürlich euer oder das Problem von so vielen jungen Mädels aus eurem Kulturkreis, dass ihr zwischen den beiden Welten hängt. Ne? Mhm. Ihr kriegt die Tradition von zu Hause mit und hier in Mitteleuropa geht's halt anders ab.
Ja, ist auch so. Und dann ist die Frage wieder, wie man sich entscheidet. Entscheidet man sich gegen die Familie und gibt man alles auf, man hat Angst, oder ordnet man sich irgendwie unter und versucht sich da irgendwie durchzuschlängeln? Ja, ich hab mir auch Beratung geholt, wie ich es halt machen soll mit zu Hause. Und ich habe mit einer Psychologin geredet, halt so eine Jugendpsychologin, und die hat mir halt geraten, dass wenn ich 18 bin und halt, ich habe mit meinen Eltern auch schon so mit der geredet, dass wenn ich jetzt 18 bin, dass ich gerne eine Ausbildung halt in Münster, halt also 60 Kilometer von mir machen würde und halt dann auch von zu Hause ausziehen möchte. Mhm. Also die meisten Mädchen bei uns gehen auch studieren und alles Mögliche, und dass ich das gerne auch so möchte, so auch ausziehen und eine Ausbildung machen, mein Leben ein bisschen genieße, halt auch mit Partys und sowas und allem drum und dran, was dazugehört, und dann auch vielleicht irgendwann wieder nach Hause kommen. Also das ist auch der Punkt, was ich irgendwo erreichen möchte. Finde ich auch eine gute Idee. Das heißt dann, da ist so eine gewisse Abkopplung von zu Hause. Ja, und du stößt nicht so die Eltern vor den Kopf, wenn du ein anderes Leben führst. Und was dann wiederum in weiteren 3, 4, 5 Jahren ist, wird man dann schon sehen. Ja, genau. Ne? Aber natürlich jetzt in dem Alter, du bist jetzt 16, wohnst noch zu Hause, hast du natürlich gar keine Chance, irgendwie dich durchzusetzen. Mm-mm. Das heißt, du musst dann schon warten, bis du 18 bist. Ja. Mm. Ja, so wird es sein, Kader, das sehe ich auch so. Aber ich würde dir, lass uns nochmal über deinen Freund sprechen. Warum bist du jetzt überhaupt noch bei dem? Der hat dir wehgetan. Ja, weil ich ihn aber liebe. Ja. Aber ich finde, wenn der dich lieben, wenn er dich auch wirklich lieben würde, würde auch zu seinem Wort stehen. Wobei das natürlich auch schwierig ist. Das ist natürlich auch klar für so einen Jungen, dass er auch seine sexuellen Erfahrungen machen will. Ist mir völlig klar. Aber dann darf er sich wiederum nicht auf dich einlassen. Dann muss er sagen, pass auf, so kann ich nicht leben, das geht nicht. Was sagt er denn? Will er so mit dir zusammenbleiben? Und weiterhin seine Eskapaden da leben? Oder was will er machen? Also er hat mich auch um Verzeihung gebeten, und ich habe auch halt gesagt, ja, ich weiß nicht, ob ich dir verzeihen soll, nur mir tut das halt weh. Und er hat gesagt, ja, ich werde mich bessern, ich werde es nicht mehr tun. Das war ein Ausrutscher. Ich habe gesagt, das waren 3 Ausrutscher. Nach einem Ausrutscher ist okay, aber nicht bei 3. Und das war für mich, also von Anfang an klar, ja, entweder werde ich mich trennen oder ich bleibe mit ihm zusammen. Und ich stehe jetzt halt dazwischen. Und ich weißt du, das Problem ist natürlich nur, was hat er für eine Perspektive? Wenn du jetzt definitiv sagst, ich darf keinen Sex vor der Ehe leben, und du bist erst 16 Jahre alt und der hat wahrscheinlich nicht vor, in den nächsten 2 Jahren zu heiraten. Ja, klar. Ne? Was hat er dann für eine Zukunft? Das heißt, er würde dann vielleicht die nächsten 4, 5 Jahre mit einem Mädel zusammen sein, wo nichts läuft. Das ist ja auch schon schwierig. Ja, klar. Ich habe ja auch gesagt, so, ich weiß nicht, ob du damit umgehen kannst. Wenn du damit nicht umgehen kannst, dann lassen wir das. Dann ist es okay. So, dann suchen wir Abstand, und dann hat sich die Sache. Nein, wir schaffen das schon, und Quatsch. Und dann, jetzt denke ich einfach, ich glaube, die Perspektive ist so, dass er mit mir zusammen sein will, aber halt den Sex braucht und sich den woanders herholt. Und das ist jetzt die Frage, ob du das aushältst. Also ich denke nicht. Nein, das kann ich verstehen. Dann würde ich an deiner Stelle auch sagen, okay, ich bin nun mal in der Situation, in der ich momentan bin, da kann ich nicht raus, dann kann ich eben auch keinen Freund auf dieser Basis haben. Ja, ich glaube, das werde ich auch irgendwie tun. Was ich dich gerade noch fragen wollte, warst du denn schon mal in der Versuchung in der letzten Zeit, dich doch auf ihn sexuell einzulassen, um ihn an dich zu binden, oder auch aus Neugier, um die Erfahrung zu machen? Ja. Das schon. Aber dann habe ich immer vorher kurz gesagt, nein, ist okay. Lassen wir. Also vielleicht solltest du nochmal eingehen mit ihm reden. Du bist ja eine sehr vernünftige junge Frau, das mag ich schon, wie du sprichst. Und wenn er, die Frage ist, ob du ihm nochmal eine Chance gibst. Oder ob du sagst, 3-mal reicht, 3-mal ist ja schon viel. Und du sagst, unter den Bedingungen geht's einfach nicht, dann müssen wir es beenden. Ich glaube, ich mache das einfach so, dass ich halt ihm noch eine Chance gebe. Und wenn es nochmal passieren sollte, dann ist klipp und klar aus. Ja, okay, so kann man das ja machen. So kann man es machen. Und du ihm das aber nochmal klar sagst, so und so ist die Lage für mich. Ja. Liebe Kader, ich fand es sehr nett, dich gesprochen zu haben. Und hoffe, dass du deine Pläne, so wie du sie vorhast, wenn du 18 bist, dann auch so durchziehst und dass du so dein Leben führen kannst, wie du es möchtest. Alles Liebe und alles Gute. Alles klar, danke schön. Tschüss. Hier ist Markus. Markus ist 27 Jahre alt. Hallo Markus. Hallo. Ja. Also bei mir ist es gerade andersrum wie bei der Sprecherin vorher. Ja. Also mit 16, 17 wusste ich nicht mal, dass es zwar Menschen auf der Welt gibt. Ja. Aha. Aber mittlerweile hat sich das etwas geändert. Also mit 27, ich habe
vor einem Jahr eine längere Beziehung beendet und habe mich jetzt da ein wenig so rumgeguckt. Mhm. Und Ende März ging es dann los, da lernte ich eine Frau kennen mit 25. Dann im April, Anfang April, lernte ich die zweite Frau kennen, die ist auch 25. Und zwei Wochen später die dritte Frau, die ist auch 25. Und ja. Das heißt, du hast im Moment drei Freundinnen. Ja, so ungefähr. Ja. So muss man es klar ausdrücken. Ja, also so kann man das ausdrücken. Also die erste, die wollte mit mir, ja, und ich war dann nicht ganz abgeneigt. Ich meine, das war nach einiger Zeit dann schon mal so ja nötig wieder mal. Ja. Und die zweite, die ich dann kennengelernt habe, die gefällt mir optisch und die ist auch von der Intelligenz her optimal. Ja, und die dritte? Und die dritte, die habe ich halt so einfach mal kennengelernt und die ist dann... Nimmt man noch mal mit dann? Die ist dann mit mir mit dem Taxi heimgefahren. Verstehe. Und dann hast du denn jetzt zu allen drei Frauen eine richtige Beziehung? Ja, also die erste hat natürlich dann gleich irgendwie so auf Beziehung, naja, nicht unbedingt gedrängt, aber das hat sich so ergeben. Ja. Die zweite wusste nicht so richtig und nach dem zweiten Treffen wollte die eigentlich nichts mehr mit mir zu tun haben. Ja. Ich habe ihr dann eine E-Mail geschrieben und so weiter, dass ich jetzt nicht in Trauer verfalle und wir können trotzdem in Kontakt bleiben. Und dann hat sich das so langsam entwickelt. Ja. Mhm. Und die dritte, die kommt halt auch immer so zwischendurch. Mal. Und würde vielleicht, wenn es sich ergibt, auch sich noch ein bisschen mehr an dich annähernd. Ja, 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 sicher. Also so, ich mein, keine von den Frauen weiß von den anderen. Nö, also ich komme in der Nähe von Nürnberg her. Die eine, die wohnt in Richtung Bamberg, die andere, die wohnt östlich von Nürnberg und die andere wohnt direkt in Nürnberg, kommt aber nicht aus Nürnberg. Ja, die erste Frau, da würdest du sagen, die denkt, das ist so ihre Auffassung oder ihr Empfinden, dass sie mit dir zusammen ist. Ja, es denken eigentlich alle drei. Achso, denken alle drei. Bloß mit der zweiten hat sich das etwas länger hingezögert und mit der ist es eigentlich am schönsten. Mit der wünsche ich mir eigentlich jetzt, auch zusammen zu bleiben. Das habe ich so grob alles verstanden. Wie findest du das, dich so zu verhalten? Ich verstehst, mir tut's einfach irgendwo dann auch weh oder leid, den anderen dann zu sagen, es ist vorbei. Ich habe das neulich schon mal auch probiert, ja. Hast du dir leid für die Frauen? Ja, verstehst, ich du Feigling, du bist so feige, denen das zu sagen. Ich habe mit der einen telefoniert, habe ich gesagt, du willst dich einfach von drei Frauen verwöhnen lassen. Nö. Was meinst du, was passiert, wie schnell sich die Sache klärt, wenn du allen drei Frauen sagst, pass mal auf, da ist noch jeweils noch zwei andere Frauen im Spiel? Ja, schau, ich habe bis vor kurzem noch studiert, ja? Und habe dann so nebenbei halt immer wenn gearbeitet und dann konnte ich immer sagen, okay, ich habe da noch was zu machen und da noch was zu machen. Und das geht jetzt praktisch so weiter. Ja? Ja, aber und der Ersten sage ich halt dann, okay, du, Entschuldigung, wenn ich mit meiner Favoritin, mit der Nummer 2 zusammen bin, sage ich, du, ich habe da noch ein wenig mit Kunden was zu machen und so weiter. Ja, ich verstehe schon, dass du dich so rumlügst, ne? Das ja, genau. Recht, ja, aber ich meine jetzt bei allem, ich meine, Schatz beiseite und schmunzeln und so, möchte man selbst so behandelt werden? Nee. Nö, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, ne? Aber verstehst, ich telefoniere neulich mit ihr und sag, du, das hat mit uns keinen Sinn, ich habe viel zu wenig Zeit für dich, ja. Lass mal halt die Sache. Ja. Und dann holt die mir am Telefon was vor, ja. Und dann tut's mir wieder leid und dann sag ich, okay, dann müssen wir halt das noch ein wenig aufschieben. Nein, da musst du sagen, ich bin nicht in einer festen Beziehung interessiert, lass uns einfach so locker in Kontakt sein. Das beinhaltet aber auch, dass wir uns keine Treue schwören müssen. Wenn du auf der Basis das machst, hat ja kein Mensch was dagegen. Aber wenn du jeder Frau vorgaukelst, sie sei die einzige Frau in deinem Leben, dann ist das einfach beschissen. Das kannst du nicht machen. Vor allen Dingen, je länger du das machst, desto mehr verwickelst du dich da in Lügengebäude und irgendwann wird dein Gewissen sich auch melden, weil so geht man nicht mit Leuten um. Ja, und vor allem die zweite, die möchte halt auch nicht irgendwie angekohlt werden, ja, und... Also es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder triffst du ganz schnell eine Entscheidung und entscheidest dich für eine Frau und schweigst bis an dein Lebensende, was da sonst noch gelaufen ist, oder du machst den Topf ganz auf und gibst den Kräften freie Entfaltung, indem du beichtest. Aber dann hast du wahrscheinlich alle verloren, alle drei Frauen verloren. Aber so kannst du nicht weitermachen. Also okay, die ungeraden streichen und nur mit der Nummer 2 zusammenbleiben. Ja, denk doch einfach, welche Frau
liebster Mais, welche ist dir am nächsten? Die, am nächsten ist mir die Nummer 2. So, dann ist die Entscheidung schon gefallen. Natürlich kann man nicht immer alles haben. Jeder hätte immer gern vielleicht noch ein paar. Die eine ist ein bisschen hübscher, die andere hat eine schöne Nase und die andere hat einen tollen Mund, die andere kann schneller rechnen und weiß ich was. So kann man ja nicht denken. Und wenn die eine und die andere mir dann was vorholen, das müssen mich dann völlig kalt lassen. Ja, dann sagst du ganz einfach, ich liebe eine andere Frau. Punkt. Okay. Ja. Kurz und schmerzlos. Ja, die Sendung ist auch gleich vorbei. Wunderbar. Alles Gute. Herzlichen Dank. Tschüss. Jo, tschüss. In der Technik, gut und Hausen. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Unser Thema in der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt Nah am Tod. Jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht und sag Tschüss bis morgen.